Das milliardenschwere Projekt Impflotterie, das ist nun offiziell gefallen. Dazu hat auch Bundeskanzler Karl Nehammer offiziell gemeint, dieses Projekt, so schade es ist, ist leider nicht durchführbar, zumindest so wie die SPÖ es vorgeschlagen hat und will. Das bringt die SPÖ, also die Sozialdemokraten, wirklich auf die Palme. Da hat auch schon der Verhandler Joachim Preiß dazu gesagt, dass das alles eine Unwahrheit ist, dass das nicht stimmt. Die SPÖ, die Sozialdemokraten, die wollen lediglich, dass diese Impflotterie nicht über den ORF, sondern über die Apotheken und über das Datenbanksystem ELGA abgewickelt wird. Und die Regierung, die wollte diese Impflotterie generell und auch diese Abwicklung vom ORF, der eben nur noch sein Nein dazu gegeben hat. Es sind also verschiedene Ansichten über das, was wirklich vorgefallen ist. Und das birgt einiges an Zündstoff natürlich. Was auch einiges an Zündstoff zwischen diesen Parteien birgt, ist natürlich auch das Zurückrudern der Impfpflicht, was die Regierung angeht. Das wird jetzt weiterhin von einer unabhängigen Kommission evaluiert und das ist natürlich auch für Pamela Rendi-Wagner, für die SPÖ-Chefin, natürlich eine große Sache, denn die hat, so munkelt man zumindest innerhalb der Partei, das ziemlich durchboxen müssen innerhalb der SPÖ. Daher ist nun weiterhin auch für Zündstoff gesorgt und für einiges an Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden Parteien. Und zum Abschluss noch ganz kurz, es wird auch schon gemunkelt, dass das möglicherweise vorgezogener Wahlkampf sein könnte. Denn durch den U-Ausschuss zur Inseraten-Affäre kann es ja auch sein. Und das sind wirklich auch handfeste Gerüchte, die von vielen Medien auch schon direkt so überliefert wurden, dass eben durch diesen neuen U-Ausschuss diese Regierung kippen könnte.